Anhang F. Rechtschreibung Konventionen in älteren Texten. Teil 1. Vielfalt bei den Schreibweisewerkzeugen. Als die spanischen Missionare des 16. Jahrhunderts vor dem Problem standen, Navatl-Lauten, grafische Symbole zuzuordnen, verwendeten sie die Rechtschreibung Konventionen des spanischen Alphabets. Dies war keine ganz zufriedenstellende Lösung. Das spanische Alphabet der damaligen Zeit war weder ergiebig noch beständig gefestigt. Darüber hinaus hatten einige der Navatl-Klänge keine spanischen Entsprechungen, während andere in einer anderen Umgebung als die entsprechenden spanischen auftraten, was zu Schwierigkeiten bei deren Darstellung führte. Obwohl sich die Autoren im Allgemeinen über die Auswahl der Buchstaben zur Darstellung von Lauten einig waren, gab es keine verbindliche, maßgebliche Entscheidung über die Problemfälle. Folglich entstand ein gewisser Mangel an Einheitlichkeit bei der Verwendung verschiedener Buchstaben, ein Mangel, der nicht nur in den Werken verschiedener Autoren, sondern auch innerhalb eines einzigen Werkes zu finden ist. Einige Autoren waren einfach schlechte Buchstabierer. Darüber hinaus hat sich im Laufe der Zeit und mit den Änderungen der spanischen Konventionen auch die grafische Darstellung des Navatl, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen, tendenziell verändert. Aufgrund der frühen Unentschlossenheit und der späteren Abänderungen muss sich ein Schüler des Navatl an eine Vielzahl von orthografischen Werkzeugen gewöhnen. Teil 2. Die Vokale. In älteren Texten wurde die Vokallänge selten markiert. Folglich wurden Formen, die durch Vokallänge unterschieden wurden, mehrdeutig aufgeschrieben. Siehe Absatz 2.2, Schreibweise. Navatl-Teil ist gleich 1. Kitlatilla. Er verbrennt es. Ist gleich 2. Kitlatilla. Er versteckt es. Navatl-Teil ist gleich 1. Kipulova. Er zerstört es. Ist gleich 2. Kipulova. Er mischt es mit Wasser. Navatl-Teil ist gleich 1. Tishima. Er bearbeitet Stein. Ist gleich 2. Tishima. Er rasiert Menschen. Navatl-Teil ist gleich 1. Tepetl. Es ist ein Berg. Ist gleich 2. Tepetl. Es ist jemandes Sitzmatte. Navatl-Teil ist gleich 1. In. Adjunktor, Hilfswort. Ist gleich 2. In. Demonstratives Pronomen. Abgesehen vom Problem der Länge, hatten nur die Vokale O oder langes O und I oder langes I abweichende Schreibweisen. O oder langes O, wenn die Vokale O und langes O den U-Klang hatten, wurden sie häufig geschrieben als U. Umpa. Wird zu Navatl-Teil. Schumotl. Wird zu Navatl-Teil. Mochi. Wird zu Navatl-Teil. Tlayokoyalistli. Wird zu Navatl-Teil. Ein O. Oder langes O. Insbesondere in einer Anfangposition könnte geschrieben werden als 5. Umpa. Wird zu Navatl-Teil. Onkan. Wird zu Navatl-Teil. Kichtova. Wird zu Navatl-Teil. I oder langes I. Die Vokale I und langes I wurden häufig geschrieben als Y in
Wird zu Navattelteil. Iv. Wird zu Navattelteil. Itich. Wird zu Navattelteil. Illamach. Wird zu Navattelteil. Sie wurden auch häufig geschrieben als J. Inig. Wird zu Navattelteil. Makwili. Wird zu Navattelteil. Miki. Wird zu Navattelteil. Ein Anfang. I. Gefolgt von J. Und einem Vokal, wurde häufig geschrieben als Y. Während das J. nicht dargestellt wurde. Ijetl. Wird zu Navattelteil. Auch geschrieben als Navattelteil mit dem I. In der Schreibweise Y. Und dem J. In der Schreibweise I. Siehe die Diskussion von J. Unten. Die Aneinanderfolge. Langes I, langes I. Wurde immer als I. Geschrieben. Iish. Wird zu Navattelteil. Iikampa. Wird zu Navattelteil. Das Unterstützende. I. Siehe Absatz 2.6, Anmerkung 1, wurde häufig nicht geschrieben. Jechwa, in, Teotl. Wird zu Navattelteil. Teil 3. Die Konsonanten. K. Das K. Zwischen einem Vokal und einem E oder I wurde gelegentlich geschrieben als C plus einem künstlichen Leerzeichen vor dem E oder I. Nikelevija. Wird zu Navattelteil. Tikita. Wird zu Navattelteil. Man findet sogar ein müßiges, keinem praktischen Zweck oder Ergebnis dienendes H, das nach dem Leerzeichen eingefügt wird. Tikishimachilija. Wird zu Navattelteil. Dies kann ein weiteres Musterbeispiel von H sein, das als Silbentrenner verwendet wird. Siehe, Glottalstopp, unten. Spätere Nachahmer, die Praxis, Ausübung, nicht verstanden, schrieben das Wort fest, kompakt. Navattelteil. Während gewöhnliche Elemente, die diesen Fehler aufweisen, später korrekt geschrieben wurden als Q, U, anstatt als C, ist der Personenname Navattelteil leider bei dem fehlerhaften C geblieben. Siehe Absatz 56.2.1a. In der Aneinanderfolge. Quee. Wobei K eine Silbe beendet und W eine andere beginnt, wurde das K gelegentlich geschrieben als Q. Schikwalvika. Wird zu Navattelteil. Als ob Quee wäre. Quee. Siehe unten. Valmozuniquets. Wird zu Navattelteil. Dies ist eine Schreibweise, die dazu einlädt, zu denken, dass es sich handelt um den Verbwortstamm Navattelteil und nicht um Navattelteil. Die Kombination Ki wurde gelegentlich abgekürzt mit Q mit Punkt. Kitschewa wird zu Navattelteil. Ischkitschtin wird zu Navattelteil. Senkiska wird zu Navattelteil. Miki wird zu Navattelteil. Die Kombination Kech
wurde gelegentlich geschrieben als Q mit Tilde. Anjeskech wird zu Navatelteil. Ankimiktiskech wird zu Navatelteil. Kwe der Klang. Kwe wurde normalerweise geschrieben mit dem Diagraphen Q, U, vor, A, oder, U, Tekwa, wird zu, Navatelteil. Die Aneinanderfolge, Qua, wurde gelegentlich auch geschrieben als, Navatelteil. Ich quag, wird zu, Navatelteil. Amitschquaskech, wird zu, Navatelteil. Manchmal wurde es abgekürzt mit Q mit Doppelpunkt. Quavitel wird zu Navatelteil. Schutschikwali wird zu Navatelteil. Weil Que im Spanischen nie in einer Silbenendung Position auftritt, bereitete es den Spaniern große Schwierigkeiten im Umgang mit Navatel. Während der Diagraph U, C, siehe Absatz 2.3.3, Schreibweise, gelegentlich verwendet wurde, wurde der Diagraph C, U, bevorzugt, Iquesi, wird zu, Navatelteil, Iquishova, wird zu, Navatelteil, Tequitli, wird zu, Navatelteil. Otlatzakwe wird zu Navatelteil. Diese Schreibweise schafft jedoch Probleme, da der Vokal U häufig dargestellt wurde durch den Buchstaben U, siehe Teil 2 oben, und somit C, U darstellen kann. Co. Um dies zu vermeiden, verwendeten einige Autoren gelegentlich den Trigraphen Navatelteil. Nikwe wird zu Navatelteil. Tequitli wird zu Navatelteil. Diese Schreibweise ist nicht nur verschwenderisch. Ein Klang wird zu drei Buchstaben, sondern auch problematisch, weil U als U gelesen werden kann. Und außerdem wurde der Buchstabe H manchmal verwendet, um einen Glottalstopp nach einem Vokal darzustellen. Siehe, Glottalstopp, unten. Leider haben moderne Autoren, die über aztekische Themen schreiben, diese Fehlschreibung, Navatelteil, für Que bevorzugt, da sie fälschlicherweise glauben, dass der Navatel-Klang Q ist. G.C. Vaillant zum Beispiel sagt, dass die Schreibweise Navatelteil ausgesprochen wird. Tunacatay, Co. Ochtli. The Aztecs of Mexico. Penguin Books. 1966. Seite 361. Das ist eine völlig falsche Aussage. Dies erfindet nicht nur die Silbe, Co, sondern setzt auch einen Akzent darauf. Die Akzeptanz von Navatelteil in einem modernen Text ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass sein Verfasser die Phonologie und die Morphologie des Navatel nicht kennt. Eine weitere Lösung für die Rechtschreibung der Silbeendung Que war der Trigraph Navatelteil. Motequizoma wird zu Navatelteil. Tequitli wird zu Navatelteil. Chiquinavi wird zu Navatelteil. Dies war besser als Navatelteil, da es einen nicht dazu verleitet hat, einen Konsonanten in eine nicht existierende Silbe umzuwandeln. Glottalstopp. Weil es im Spanisch keinen Glottalstopp gibt,
haben die Spanier beim Schreiben von Nahuatl seine Anwesenheit selten anerkannt. Einheimische Schriftsteller folgten ihrem Beispiel. Infolgedessen wurden Formen, die sich nur durch dessen Anwesenheit oder Abwesenheit unterscheiden, mehrdeutig aufgeschrieben. Nahuatl Teil ist gleich 1. Kikwa. Er ist es. Ist gleich 2. Kikwach. Er hat es gegessen, sie essen es. Nahuatl Teil ist gleich 1. Kleko. In einem Feuer ist gleich 2. Klechko. Er steigt auf. Nahuatl Teil ist gleich 1. Nochichi. Es ist mein Hund. Ist gleich 2. Nochichi. Es ist mein Speichel. Nahuatl Teil ist gleich 1. Tlapali. Es ist Farbe. Ist gleich 2. Tlachpalli. Es ist eine Anstrengung. Nahuatl Teil ist gleich 1. Je. Schon, bereits. Ist gleich 2. Jech. Er ist derjenige. In Texten, die nicht den Glottalstopp darstellen, ist zu lesen, ein Vokalbuchstabe, gefolgt von dem Numerus 1 Morphemeträger, Nahuatl-Teil, mit einem Glottalstopp. Für Nahuatl-Teil, lies. Tlochtli. In solchen Fällen ist Vorsicht geboten, wenn der Vokal U geschrieben wird. Da dieser Teil des Diagraphen C U sein kann, wie in dem Fehlaufschrieb, Nahuatl-Teil, für Tequetli. Siehe. Que. Oben. In ähnlicher Weise signalisiert der auf einen Vokalbuchstaben folgende Anzahl Verbinder, Morphemeträger, Nahuatl-Teil, automatisch das Vorhandensein eines dazwischenliegenden Glottalstopp. Für Nahuatl-Teil, lies, Tetlawelichki. Manchmal wurde der Buchstabe H verwendet, um einen Glottalstopp zwischen den Vokalen zu schreiben. Echechkatl wird zu Nahuatl-Teil. Jechika wird zu Nahuatl-Teil. Manchmal wurde der Buchstabe H vor den Buchstaben U oder U verwendet, um die Aneinanderfolge Ich weh darzustellen. Jechwatl wird zu Nahuatl-Teil oder Nahuatl-Teil. In diesem Text wird die Aneinanderfolge Ich weh geschrieben als H, H, U, Nahuatl-Teil. In einigen Texten steht der Buchstabe H vor einem Vokalbuchstaben, gefolgt vom Glottalstopp. Achumpa wird zu Nahuatl-Teil. Achtlamati wird zu Nahuatl-Teil. Echkatepec wird zu Nahuatl-Teil. Ichnequo wird zu Nahuatl-Teil. Ichwetl wird zu Nahuatl-Teil. Ichtakatl wird zu Nahuatl-Teil. Achsito wird zu Nahuatl-Teil. Tlochtli wird zu Nahuatl-Teil. Techputza wird zu Nahuatl-Teil. Echechkatl wird zu Nahuatl-Teil. Ichtikosavki wird zu Nahuatl-Teil. Imuntach wird zu Nahuatl-Teil. Itachzin wird zu Nahuatl-Teil. Oechkokech wird zu Nahuatl-Teil. Wich wird zu Nahuatl-Teil. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten,
da ein müßiges, keinem praktischen Zweck oder Ergebnis dienendes H vor einem Vokal stehen kann, bei dem kein Glottalstopp vorhanden ist. Ettel wird zu Navattelteil. In wird zu Navattelteil. In ihn wird zu Navattelteil. Ipampain wird zu Navattelteil. Ad wird zu Navattelteil. Es ist möglich, dass in diesen Fällen das H einen nicht-phonemischen Glottalanlauf, Beginn, darstellt. Siehe Absatz 2.3.3. Einige Schriftsteller stellten gelegentlich einen Glottalstopp durch einen Zirkumflexakzent dar, der über den vorhergehenden Vokalbuchstaben geschrieben wurde. Jech wird zu Navattelteil. Michmati wird zu Navattelteil. Echkatepek wird zu Navattelteil. Imachseval wird zu Navattelteil. Garoti verwendete den Zirkumflex, um eine Äußerungendung, Glottalstopp darzustellen, und einen Gravisakzent, Strich nach unten, um einen Glottalstopp darzustellen, wenn es sich um eine innere Äußerung handelt. Es gibt Stellen, an denen ein Schreiber das Vorhandensein eines Glottalstopps ignoriert, was weit darüber hinausgeht, diesen einfach nicht zu schreiben. Zum Beispiel Navattelteil sollte gelesen werden als Navattelteil, indem der Schreiber das unterstützende I bei Navattelteil weglässt und das N mit dem Warnung, Mahnung, Abmahnung, verbalen Prädikat verschmilzt, fusioniert. Zeigt er, dass er den Glottalstopp am Ende von Moschikoch nicht kennt. Der Kontext, in dem dieses Beispiel auftritt, erlaubt es nicht, es als den Optativ Navattelteil zu lesen. In ähnlicher Weise zeigt eine Schreibweise wie Navattelteil, dass der Schreiber den Glottalstopp nach dem zweiten U nicht bemerkt, weil die O-A Schreibweise darstellen würde. Verboten ist Tutlasowane und nicht Tutlasochwane, wie es sein sollte. Spanisch verwendete und verwendet manchmal sein leises H als Silbentrenner zwischen zwei Vokalen, die sonst einen Diphthong bilden würden. Zum Beispiel Amoinar, Maizal, modern, Maizal, Sauco, modern, Sauco. Beachte auch H als Silbentrenner in Ai, modern, Ai. Einige Autoren des Navattel übernahmen diese Verwendung eines stillen, lautlosen H, um auf eine Silbentrennung hinzuweisen. Obwohl Navattel keine Diphthonge hat und die Verwendung nichtssagend ist. Chimalpain wird zu Navattelteil. Tlachtovani wird zu Navattelteil. Yaoyotl wird zu Navattelteil. Ielpan wird zu Navattelteil, wird auch geschrieben als Navattelteil. Tetejoch wird zu Navattelteil. Teto wird zu Navattelteil. In einigen Texten wurde der Buchstabe H nicht nur irrtümlich zur Darstellung von Glottalstopp verwendet, sondern gelegentlich auch in Kombination mit U und C zur Darstellung von Quä, siehe oben,
und gelegentlich auch zur Darstellung der Stimmlosigkeit, an einem Silbeendung. L. Siehe die Diskussion von L. Unten. Der Buchstabe H wurde auch mit U kombiniert, um W zu buchstabieren. Siehe die Diskussion von W unten S. Der Klang S vor A und U wurde manchmal geschrieben mit Sedia. Sukitl wird zu Nawattl-Teil. Sakatl wird zu Nawattl-Teil. Gelegentlich wurde Sedia auch verwendet vor E und I. Achsito wird zu Nawattl-Teil. C. Der Klang C vor E und I wurde manchmal geschrieben als T, C. Jechwatzin wird zu Nawattl-Teil vor A oder U wurde er manchmal geschrieben als T, Sedia. Zunkisa wird zu Nawattl-Teil. Ankinuzaya wird zu Nawattl-Teil. Gelegentlich findet man C geschrieben als Z oder Sedia. Ovetzkech wird zu Nawattl-Teil. Ovalvetzkech wird zu Nawattl-Teil. Omutlazontekilich wird zu Nawattl-Teil. Sche. Der Klang. Sche. Wurde manchmal geschrieben als S. Schutschittel. Wird zu Nawattl-Teil. Tlakishtia. Wird zu Nawattl-Teil. N. Der Klang. N. Nach Vokalen wurde manchmal geschrieben als Tilde über dem Vokalbuchstaben. Ipan wird zu Nawattl-Teil. Zonkisas wird zu Nawattl-Teil. Häufig wurde ein Wortendung N einfach nicht dargestellt. Tlanuzaltin wird zu Nawattl-Teil. In ihn wird zu Nawattl-Teil. L. Gelegentlich wurde die Stimmlosigkeit eines Silbeendung L dargestellt durch ein H nach dem L. Til wird zu Nawattl-Teil. Notlaschkal wird zu Nawattl-Teil. Pilzintli wird zu Nawattl-Teil. Ilvetl wird zu Nawattl-Teil. In diesen Lektionen wird Ilvetl mit den gleichen Buchstaben geschrieben, aber das H ist Teil des Diagraphen H, U, W. Der Klang W wurde manchmal geschrieben als U, wenn die Silbe anfänglich ist. Wewech wird zu Nawattl-Teil. Nawati wird zu Nawattl-Teil. Jechwatl wird zu Nawattl-Teil. Juwa wird zu Nawattl-Teil. Ichwetl wird zu Nawattl-Teil. Er wurde manchmal geschrieben als V. Wewech wird zu Nawattl-Teil. Well wird zu Nawattl-Teil. Mokavaya wird zu Nawattl-Teil. Moteneva wird zu Nawattl-Teil. Ewatl wird zu Nawattl-Teil. Das W könnte auch
H, V geschrieben werden, wobei das H keine Funktion hat. Itwalko wird zu Nahuatl-Teil. Vor A wurde ein W manchmal geschrieben als U. Sivatl wird zu Nahuatl-Teil. Chikavak wird zu Nahuatl-Teil. Ivan wird zu Nahuatl-Teil. Jechwatl wird zu Nahuatl-Teil. Matschkochkohlwan wird zu Nahuatl-Teil. Mumamalvasko wird zu Nahuatl-Teil. Die Aneinanderfolge Ova wurde oft ohne Darstellung des W geschrieben. Tlapova wird zu Nahuatl-Teil. Iyaovan wird zu Nahuatl-Teil. Hier wird das U durch U dargestellt. Und das W hat keine Darstellung. Umgekehrt wurde die Aneinanderfolge Oa oft so geschrieben, als ob diese ein W enthält. Tlachova wird zu Nahuatl-Teil. Oaxico wird zu Nahuatl-Teil. Ein Silbeendung, das heißt, stimmloses W wurde oft geschrieben als H, U, anstelle von U, H, Av, wird zu Nahuatl-Teil. Into, Vi, Tlachtochkav, wird zu Nahuatl-Teil. Bezüglich der fehlerhaften Erkennung von Wortgrenzen hier, siehe Abschnitt 4. Andererseits wurde ein Wortinneres W oft geschrieben als U, H anstelle von H, U. Amutlakavan wird zu Nahuatl-Teil. Jechwantin wird zu Nahuatl-Teil. Die Schreibweise U, H für W wurde auch nach einem Konsonanten verwendet. Ini, Tlachivalvan wird zu Nahuatl-Teil. Wieder das Problem der Wortgrenzen. Gelegentlich wurde ein Silbeendung W geschrieben als U. Noschwivzine wird zu Nahuatl-Teil. J. Der Klang J wurde manchmal geschrieben als I. Jegtli wird zu Nahuatl-Teil. Schontlavokoja wird zu Nahuatl-Teil. Iollo wird zu Nahuatl-Teil. Injechwatl wird zu Nahuatl-Teil. Die letzten beiden Beispiele zeigen das I geschrieben als Y und J als I. Siehe die Diskussion von I oben. Gelegentlich wurde J geschrieben als J. Chiyotl wird zu Nahuatl-Teil. Ein J nach einem I vor einem anderen Vokal wurde normalerweise nicht geschrieben. Pisietl wird zu Nahuatl-Teil. Tlachia wird zu Nahuatl-Teil. Tetia wird zu Nahuatl-Teil. Der umgekehrte, gegenteilige Fehler ist ebenfalls aufgetreten. Zum Beispiel die Aneinanderfolge Ia wurde so geschrieben, als wäre es Ia. Via wird zu Nahuatl-Teil. Ein anfängliches J
plus ein Vokal, wurde häufig geschrieben als Y, I, Yuvali. Wird zu, Navatl-Teil. Yachkech. Wird zu, Navatl-Teil. Jechwantin. Wird zu, Navatl-Teil. Doppelte Konsonanten. In älteren Texten wurde ein Doppelkonsonant, oft nicht als solcher geschrieben. Jekan. Wird zu, Navatl-Teil. Amumakishtiskech. Wird zu, Navatl-Teil. Kitemati. Wird zu, Navatl-Teil. Neso. Wird zu, Navatl-Teil. Umgekehrt wurde ein einzelner Konsonant, häufig so geschrieben, als wäre dieser doppelt. Ein Wortinneres. L. War besonders anfällig für diesen Fehler. Achqualantli. Wird zu, Navatl-Teil. Valmoskalich. Wird zu, Navatl-Teil. Ilamaton. Wird zu, Navatl-Teil. Ulin. Wird zu, Navatl-Teil. Senzuntlachtolich. Wird zu, Navatl-Teil. Okitlalichkech. Wird zu, Navatl-Teil. Tulichtig. Wird zu, Navatl-Teil. Okalakikoch. Wird zu, Navatl-Teil. Amotlachtol. Wird zu, Navatl-Teil. Hier wird M geschrieben als N, M. Aber auch Navatl-Teil wird gefunden. Die beiden Fehler, ein Buchstabe für zwei Laute und zwei Buchstaben für einen Laut, können in demselben Element auftreten. Amushtlachquilulli. Wird zu, Navatl-Teil. Teil 4. Wortgrenzen. Das Problem der Rechtschreibung beinhaltet auch die häufige Nichteinhaltung von Wortgrenzen. Beispielsweise wurden Zusammenstellungen, die eine Betonung, Stress, Gruppe bilden, in der Regel fest, kompakt, aufgeschrieben. Manin. Wird zu, Navatl-Teil. Okitlach. Wird zu, Navatl-Teil. Inig. Wird zu, Navatl-Teil. Inin. Wird zu, Navatl-Teil. Noivan. Wird zu, Navatl-Teil. Ininchachchan. Wird zu, Navatl-Teil. Intejochkali. Wird zu, Navatl-Teil. Mochitlatlatl. Wird zu, Navatl-Teil. Ikzachtzi. Wird zu, Navatl-Teil. Omichtochtlakpak. Wird zu, Navatl-Teil. Initechumutlaliyaya. Wird zu, Navatl-Teil. Kasasanokatepetun. Wird zu, Navatl-Teil. Maokativiyan. Wird zu, Navatl-Teil. Kaniktemotiv. Wird zu, Navatl-Teil. Kanikinpochpolotiv. Wird zu, Navatl-Teil. Okishkitschkavitlin. Wird zu, Navatl-Teil. Beachte. K. Geschrieben als Q, U. Genauso wie immer, findet man den entgegengesetzten, gegenteiligen Fehler. Ein einzelnes Wort wird in zwei oder mehr Abschnitte unterteilt. Amushtli. Wird zu, Navatl-Teil. Inemak. Wird zu, Navatl-Teil. Inuk. Wird zu, Navatl-Teil. Inwevech, Nenonutzalis, Amushtlach, Quilulli. Wird zu, Navatl-Teil. Inun. Wird zu, Navatl-Teil. Amo, Tlakamekajovan. Wird zu, Navatl-Teil. Ikalakianpa. Wird zu, Navatl-Teil.